Biken, Baden, Biergarten. Das lässt sich im Nationalpark Ferienland Bayerischer Wald wunderbar kombinieren. Und so war unsere Bayerwald-Familie der Domus-Tee-Kampagne des Landkreises Frei und Grafenau diesmal im Zeichen der 3Bs unterwegs. So, Spatz, jetzt sind wir gleich da, gell? Da mal Radl fahren? Ja? Ja. Ja. Sophie startet den Tag zu einer gemeinsamen Radeltour mit ihren Kindern Elias und Lea. Mit dem Igelbus geht es zum Park-and-Ride-Parkplatz Graubsäge im Nationalpark Bayerischer Wald. Das ist geschickt mit dem Bus fahren, hä? Ja. Ist man nicht extra mit dem Auto rumgefahren? Ja, super, genau. Super. Der Abschnitt des Nationalparkradwegs über die Neuhüttenwiese hinauf zur Racheldiensthütte ist einer der landschaftlich schönsten und abwechslungsreichsten. Schau her, Elias, sind wir mit dem Bus ausgestiegen, haben wir da rumgefahren, da jetzt durch den Wald und jetzt haben wir da. Ja, und wo fahren wir dann halt noch hin? Ja, jetzt fahren wir da noch rauf, Richtung Racheldienst hin. Ja. Sagst du, da fahren wir her? Ja. Und da können wir dann wieder in den Bus einsteigen. Okay. An der Diensthütte angekommen, gibt es erst einmal eine Erfrischung, ehe es mit dem Bus zurückgeht. Während Opa André heute arbeiten muss und nicht dabei sein kann, hat Oma Sandra nun Feierabend. Und dieser startet mit einem Treffen mit ihren drei fleißigen Radlern am Bardeweiher in Neuschönau. Ein beliebter Ort für Einheimische und für Urlauber. Oma! Da fehlt die Oma. Hallo? Hi! Hi. Das liegt direkt am Nationalpark, aber das ist nicht so wie im Waldfels, liegt wahrscheinlich an unserem schönen Strandbau. Das ist ja im Sommer einfach immer wie Kurzurlaub, wenn man da runterkommt. Näher dran am Nationalparkzentrum als Neuschönau ist kein anderer Ort in der Region. Der Baumwipfelpfad, man hat eine wunderbare Aussicht, wenn man da oben ist. Darf sie dann auch anbieten, als Tierfreigelände rüber zum Gehen, auch bei heißen Temperaturen gut, weil es im Wald liegt und ist natürlich für Kinder auch super schön, aber auch für Erwachsene. Für alle, die Abkühlung suchen, ist neben dem Naturbadeweiher die komplett neu renovierte Ilztalperle in Perlisreuth ein Geheimtipp. Die Ilztalperle, sage ich mal, das Bad selber, gibt es schon seit 50 Jahren und ist letztes Jahr haben wir nach der Sanierung in Betrieb gegangen. Und jetzt läuft es mit dem neuen Bad jetzt 2 Jahre. Wir tun halt Ende auf Familien mit Kleinkindern setzen. Und was halt jetzt ist, durch das, dass wir ein Inklusionsbad haben, da wurde halt das Bad so gemacht, sage ich mal, dass jede Person, das ist egal, alt oder jung oder behindert oder mit Einschränkungen, dass er jeder in diesem Bad sein Ziel findet, sage ich mal, dass man da einfach baden gehen kann. Nach so viel Action und Abenteuer auf dem Bike und beim Baden geht es zum Abschluss zum 3B. In den Biergarten in die Region Sonnenwald. Ich erinnere ein bisschen an die Topografie von Südtirol, also stellenweise. Wir haben da ein paar so Aspekte da, gerade im Sonnenwald. Und ja, mit unserem Brotjackel Riedl rundum und um ist immer irgendwo ein Highlight, in welche Himmelsrichtung man geht. Da ist immer irgendwas geboten. Und ja, es ist einfach wohl für den Wald, Wiesen, Ruhe, ganz wichtig. Da haben Platzer dabei, die sind ganz, ganz ruhig, ganz stark. Und das macht das Besondere daraus. Hunger und Durst sind groß. Und dafür bieten die zahlreichen Gasthäuser mit Biergärten im Landkreis Frei und Grafenau jede Menge Abwechslung. Der Domus-Tee-Tag für unsere Bayerwald-Familie endet heute im für seine frischen und regionalen Zutaten weitum bekannten Kammbräu in Zenting.